4. November 2018, 20.05 Uhr Jubel in Flensburg. Die SG feiert den dritten Sieg in der laufenden Champions-League-Saison. Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den dritten Sieg in der Vorrunde der Champions League gefeiert. Der deutsche Meister schlug vor heimischem Publikum den dänischen Titelträger Skjern HB mit 26:22, 10:10 und verbesserte sich damit auf den vierten Platz der Gruppe B. Bester Werfer der Norddeutschen war Holger Glandorf mit 6 Toren. Für die Dänen erzielte Eivind Tangen 5 Treffer. Nach einem 1:4 Fehlstart schien die Mannschaft von Trainer Mike Machula auch ohne Abwehrchef Tobias Carlsen, Kopfverletzung, die Partie besser in den Griff zu bekommen. Lasse Swan erzielte in seinem 500. Spiel für die SG beim 5:4, 10. die erste Flensburger Führung. Die Dänen blieben aber nicht zuletzt dank der Paraden ihres Torhüters Emil Nielsen dran. Mit 3 Toren in Serie setzten sich die Gastgeber zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 15:12 ab. Dieser Vorsprung gab dem Machula-Team die nötige Sicherheit. Der Sieg geriet danach nicht mehr ernsthaft in Gefahr. In der Partie gegen die Dänen gab es ein Wiedersehen mit den beiden Ex-Flensburgern Anders Eckert und Thomas Mogensen, die jetzt für Skjern auflaufen. Beide erzielten je 3 Treffer.